Jetzt habe ich schon vorher gesagt, Helmut Czernik ja auch in der Kabarett-Szene und in der Sportler-Szene sehr umtriebig. Was werden wir als nächstes von Helmut Czernik sehen oder in welcher Rolle werden wir ihn mal als nächstes sehen? Nach diesem Kinderstück geht es eigentlich wieder in die Kabarett-Szene oder vorher noch, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich einen Multimedia-Vortrag in Burgersdorf in der Bühne, weil ich bin ein begeisterter Wüstenläufer und habe schon 3 Wüsten in den Beinen. Und bevor ich eben im Jahre 2016 zu meiner letzten Wüste nach Namibia aufbreche, mache ich eben einen Multimedia-Vortrag am 3. September in der Bühne in Burgersdorf über diese 3 Wüsten mit ihren Erfahrungen. Natürlich mit dem Einschlag als Kabarettisten. Es wird eine relativ lustige, runde Geschichte mit wunderschönen Aufnahmen.